Hallöchen Leute und willkommen zum ersten Streckenguide auf diesem Channel. Ich möchte alle Strecken des Formel 1 Kalenders so durchgehen und euch zeigen, welche kleinen Schlüsselstellen es auf den jeweiligen Kursen gibt und wo man gewisse Zehntelsekunden rausholen kann und wo hauptsächlich die meisten Fehlerquellen liegen. Heute sind wir in Suzuka. Aus aktuellen Gründen habe ich mir auch gedacht, dass es ganz gut passt, weil der große Preis von Japan ja aktuell abgehalten wird. Und wir werden heute eine schnelle Runde im Hintergrund sehen, für die ich auch einige Versuche gebraucht habe, um euch eine möglichst schöne Runde zu zeigen. Es geht allerdings auch noch ein bisschen schneller, natürlich durch etwas Feintuning. An einigen Stellen werde ich die Hotlap selbstverständlich pausieren und euch erläutern, aus welchem Grund ich eine gewisse Fahrtechnik anwende. Ich werde euch auch alternative Szenen einspielen und euch zeigen, wie es sonst so läuft. Das Ganze ist natürlich auch ein wenig Fahrstilbezogen, insofern, wenn ihr eine etwas andere Linie habt und euch damit wohlfühlt, dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung. Das Video benötigt einigen Aufwand zum Schneiden etc., insofern würde ich mich freuen, wenn es euch dann entsprechend gefällt, dass ihr das Ganze mit einer entsprechenden Bewertung kennzeichnet. Für die erste Kurve solltet ihr euch möglichst weit außen halten und damit meine ich wirklich die gesamte Streckenbreite zu nutzen. Das DRS, das ihr bis dato geöffnet habt, schließt sich ab einem gewissen Punkt automatisch und ihr solltet bei etwa dem 50-Meter-Schild, den könnt ihr euch als Orientierungspunkt nehmen, beginnen in die Kurve einzulenken. Der erste Scheitel der Doppelrechtskurve ist dabei nicht so wichtig. Diesen müsst ihr nicht treffen. Ihr könnt auch etwas weiter außen fahren, denn das eigentlich Wichtige ist, dann den zweiten Kurvenscheitel zu erwischen. Die Geschwindigkeit nehmt ihr sowieso durch Kurve 1 mit für Kurve 2 und schaltet dann in den fünften, alternativ eventuell auch in den vierten Gang, wenn ihr euch damit wohler fühlt, runter. Und dort könnt ihr entsprechend sehr, sehr früh wieder raus beschleunigen. Hierbei könnt ihr rechts unten selbstverständlich auf die Balken achten, wann ich raus beschleunige und wann ich das eben noch nicht tue. Danach geht es in die sehr schnelle Sektion hier auf der Strecke, nämlich die S-Kurven. Da bin ich rechts mal ganz leicht aufs Gras gekommen, aber auch hier die gesamte Streckenbreite ausnutzen, links leicht den Curb touchieren und die Kurve kann man voll nehmen. Für die Rechtskurve solltet ihr ein wenig das Gas lupfen, einen Gang runterschalten und solltet euch etwas mittiger halten, damit ihr die kommende Links-Rechts-Links-Kombination gut bekommt. Bei S-Kurven ist es meistens so, dass man vor allem die letzte Kurve gut bekommen möchte. Links den Curb auch hier nochmal leicht berührt und jetzt könnt ihr in der Rechtskurve in den fünften Gang schalten, das allerdings ziemlich spät. Und der Grund dafür ist, dass wenn ihr etwas früher runterschaltet, ihr etwas mehr Übersteuern bekommt. Übersteuern kann sehr gut sein, damit ihr in S-Kurven sehr, sehr eng fahrt entsprechend und damit eine engere Linie wählen könnt. Doch hier ist es so, dass wenn ihr aus dieser Linie heraus zu früh in den fünften Gang schaltet, ihr einen kurzen Ausritt aufs Gras haben werdet. Da ist also ein gewisses Timing gefragt, dass ihr nicht zu früh in den fünften Gang schaltet, damit ihr in der Rechtskurve möglichst früh wieder raus beschleunigen könnt und dabei nicht zu viel übersteuern habt. Und dann kommt auch die alles entscheidende Linkskurve, denn da nehmt ihr die meiste Geschwindigkeit mit und den Ausgang aus dieser Linkskurve müsst ihr perfekt vorbereiten und da das eine Vollgaspassage ist in F1 2017, müsst ihr auch den Eingang entsprechend gut vorbereiten und versuchen möglichst früh aufs Gas zu gehen, denn hier kommt eine kleine Vollgaspassage. Ihr haltet euch möglichst weit innen an der Fahrbahn und versucht dann entsprechend den richtigen Zeitpunkt abzupassen in der nächsten Rechtskurve, ohne das Gas zu lupfen, zumindest funktioniert das im Ferrari, nach rechts zu lenken und das könnt ihr zwischen dem 100 und dem 50 Meter Schild machen. Berührt ganz leicht rechts den Curb, aber versucht wirklich möglichst weit innen diese Kurve zu nehmen und den Scheitel nicht zu verpassen, denn so könnt ihr euch raustragen lassen bis links auf den Curb. Da solltet ihr aber auch nicht zu weit nach außen kommen, denn wenn ihr links auf dem Curb anbremst, dann habt ihr das zentrale Problem, dass eure Reifen sehr schnell blockieren können.
Schaltet dann runter in den vierten oder wahlweise auch in den dritten Gang, damit ihr durch die zweite Rechtskurve in dieser Passage kommt und versucht auch hier euch möglichst weit nach außen auf den Curb tragen zu lassen, den allerdings natürlich nur mit zwei Reifen zu erwischen. Für die kommende Rechtskurve könnt ihr euch ziemlich gut positionieren, indem ihr versucht, sie möglichst gerade anzufahren. Je gerader der Bremsweg ist, umso besser könnt ihr entsprechend bremsen, umso weniger wahrscheinlich blockieren eure Reifen und ihr schaltet dann in den dritten Gang runter. Das könnt ihr relativ früh sogar erledigen und eine ganz besondere Feinheit in so einer Kurve beispielsweise ist, dass ihr schon ab dem Scheitel versuchen solltet, ein bisschen rauszubeschleunigen aus dieser Kurve. Wenn ihr langsam aber sehr vorsichtig quasi die Gasannahme startet hier und das schon ab dem Scheitelpunkt, dann könnt ihr entsprechend sehr, sehr vorsichtig aus der Kurve rausbeschleunigen. Das Fahrzeug stabilisiert sich dann im Laufe der Kurve. Ihr müsst es natürlich auch ein wenig dann üben für die entsprechende Kurve. Aber wenn das klappt, dann habt ihr allgemein ein sehr stabil liegendes Fahrzeug, denn wenn ihr ganz plötzlich mit der Gasannahme beginnt, dann habt ihr eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Fahrzeug sich dreht. So könnt ihr ziemlich ruhig rausbeschleunigen und könnt auf die kommende Vollgaspassage zufahren und sehr, sehr viel Schwung auf diese mitnehmen. Wir fahren nun auf die sogenannte Spoon-Kurve zu und hierbei solltet ihr euch an dem 50-Meter-Schild orientieren. Das ist ein extrem später Bremspunkt, aber er funktioniert. Ich habe in dieser Runde auch eine leichte Rechtsneigung, bevor ich anbremse, drin. Damit versuche ich möglichst wieder einen geraden Bremspunkt zu haben und kann dann entsprechend sogar leicht das Fahrzeug noch nach links mit einem Flick hier reinlenken. Ich habe in dieser Runde den kleinen Fehler gemacht, dass ich links nicht so nah an den Scheitel herangefahren bin. Da kann man auf jeden Fall noch ein paar Zentimeter ausnutzen. Ihr könnt dann entsprechend mit dem sechsten Gang durch diese Kurve durch, rechts auf den Curb und solltet das Ganze, also die gesamte Doppellinkspassage, mit einer einzigen flüssigen Lenkbewegung auch absolvieren und könnt dann weiter anbremsen für die zweite Linkskurve. Und da könnt ihr extrem früh aus dem vierten Gang heraus wieder raus beschleunigen. Also teilweise sogar noch vor dem Scheitelpunkt, wie ihr das hier seht. Die 2017er Fahrzeuge erlauben euch dies. Und auch hier haben wir eine ganz langsame Gasannahme und können entsprechend gut aus der Kurve raus beschleunigen, kommen hier außen ein wenig zu weit raus für meinen Geschmack. Aber da kann man auch einen Ticken später entsprechend für die zweite Linkskurve anbremsen und ein wenig später herausbeschleunigen. Dabei handelt es sich allerdings nur um Nuancen. Die kommende 130R könnt ihr voll nehmen und ihr solltet sehr vorsichtig sein, denn auch mit einem Lenkrad und mit einem etwas weiteren Lenkwinkel, als man es beispielsweise auf einem Analogstick für einen Controller hinbekommt, ist diese Kurve unfassbar direkt. Und ihr solltet auf jeden Fall sehr, sehr sanft durch diese Kurve gehen, damit das Fahrzeug auch nicht minimal übersteuert und ihr dadurch ein paar km/h verliert. Für die nächste Kurve orientiert ihr euch am 100 Meter Bremsschild. Ich kann euch grundsätzlich empfehlen, immer wieder auf diese Schilder zu schauen. Bremst runter in den dritten Gang und versucht dann sowohl rechts als auch links leicht den Curb mitzunehmen und dann möglichst gerade aus der Linkskurve der Schikane heraus zu beschleunigen, sodass ihr möglichst schnell wieder voll beschleunigen könnt, ohne allzu viele Traktionsverluste zu riskieren. Die letzte Rechtskurve solltet ihr ebenfalls ein wenig vorsichtiger nehmen. Ihr könnt da grundsätzlich ziemlich weit innen anfahren. In den letzten Spielen hatte man da immer wieder mal die Möglichkeit, sich leicht rauszudrehen. Hier ist das Ganze ein wenig verzeihlicher, auch durch die aktuelle Aerodynamik und den aktuellen mechanischen Grip, den die Fahrzeuge bieten. Und fahrt dann auf Startziel zu, öffnet das DRS und damit habt ihr eure gute Runde in Suzuka abgeschlossen. Das war die Erläuterung zur Strecke in Suzuka. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ansonsten könnt ihr auch in die Beschreibung schauen. Dort sind meine ganzen Social-Media-Kanäle verlinkt, wo ich euch auf dem aktuellsten Stand halte. Ansonsten könnt ihr auch gerne in der Beschreibung ebenfalls verlinkt euch die Guide-Playlist anschauen, wo es weitere Videos dieser Art gibt. Es wird noch weitere Streckenguides geben. Dies war nur der erste von vielen. Das Ganze nimmt allerdings auch viel Schnittarbeit in Anspruch und so oder so hat man viel um die Ohren. Insofern wartet ab, es wird auf jeden Fall weiter
weitere Streckenguides geben und ja, besser ein bisschen längere Abschnitte haben zwischendurch, als dass man das Ganze überhastet raushaut, aber dann mit etwas weniger Liebe zum Detail. Jetzt gibt's nochmal die schnelle Runde, die könnt ihr euch nochmal anschauen und da seht ihr nochmal ohne Zeitlupeneffekt, wie das Ganze ausschaut. Viel Spaß!